Hallo liebe Freunde meines Kanals und Modeler. Ich bin's wieder, euer Max aus Hamburg. Was habe ich euch diesmal mitgebracht? Sonder-Kfz 251 Ausführung C. Das ist ein Halbkettenfahrzeug, was ich im Zuge meines Dioramas dazu gekauft habe. Das Fahrzeug ist im Maßstab 1:48 von der Firma AFC Club. Ja, meine Freunde, das Fahrzeug habe ich gekauft beim Modellbau König für sage und schreibe 17,50 Euro plus die Versandgebühr. Und für die 17,50 Euro habe ich viel Bastelspaß gehabt. Ich dachte, ich mache das mal eben nebenbei zu dem Diorama, aber das war schon ein ganz schöner Auftrag. Hat auch Spaß gemacht zu bauen. Den einzigen Manko, das sind die Gummiketten, die sind sehr unschön. Also da hätte ich mir eher Einzelkettenlieder gewünscht. Aber man kann nicht alles haben. Die unschönen Stellen habe ich dann einfach nach unten gesetzt. Und wäre es kein Diorama geworden, wo ich denn die Ketten im Matsch versinken lassen würde, ja, hätte ich mir vielleicht Einzelkettenglieder versucht zu kaufen oder irgendwie das anders zu lösen. Was mir auch sehr positiv aufgefallen ist an diesem Fahrzeug ist, es gibt keine großen Auswerfermarken an Stellen, die sichtbar sind. Also die Stellen, wo welche sind, die kann man kaum einsehen, also man erspart sich viel Kleinarbeit und ja, da habe ich mich natürlich auch sehr drüber gefreut. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, bei meinem letzten Video, da ist irgendwas mit der Stimme in die Hose gegangen. Die Stimme lief schneller, als ich wirklich spreche. Einer von meinen Zuhörern oder Zuschauern hat gesagt, ich höre mich an wie ein Schlumpf. Ja, ich hoffe, das ist in diesem Video wieder besser und ja, ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Ja, die Vorderräder klebe ich mal wieder mit meiner Maskierflüssigkeit an, weil ich hinterher die natürlich noch irgendwie bemalen möchte. Und das ist einfacher, wenn ich sie danach nochmal abnehmen kann. Auch die Sitze oder Sitzbänke sind tatsächlich die Auflagen leicht faltig. Leider kann man es hier auf den Videos nicht richtig sehen, aber sie sehen schon ein bisschen durchgesessen aus und so eine Kleinigkeiten machen natürlich Freude. Auch die Passungen sind sehr schön. Das Einzige, wo es ein bisschen Probleme gab, das war die Ober- und Unterwanne zusammenzubringen. Aber bei so einem kantigen Fahrzeug, glaube ich, ist das auch nicht ganz so einfach hinzukriegen. Auch der Innenraum ist sehr detailgetreu, auch wenn man ihn nachher kaum noch sehen kann. Aber es ist alles vorhanden, was zu dem Fahrzeug gehört. Vom Pedalen, Handbremse, Schaltknüppel, also tatsächlich alles dabei. Ich habe beschlossen, das Fahrzeug in German Gelb zu lackieren, aber aus der Fabrik kamen sie ja in Grau und wurden dann erst jeweils umlackiert für den jeweiligen Einsatz. Das heißt, ich mache erstmal den Innenraum mit Grau. Dafür habe ich mir irgendein Hellgrau gegriffen, was mir gerade in die Hände gekommen ist und ja, erstmal fleißig loslackiert. Die ein oder anderen Sachen habe ich natürlich am Spritzbaum lackiert, das ist einfacher von der Handhabung. Für die Bodengruppe habe ich beschlossen, eine andere Farbe zu nehmen. Die lackiere ich jetzt mit German Grey. Dadurch habe ich so ein bisschen Akzent im Innenraum. Was ich ein bisschen schade fand, ist, dass es keine Deckel für die Tachoinstrumente gab. Aber naja, man kann nicht alles haben für 17,50. Ich habe dann mal in meiner Dekel-Mauschelkiste rumgeguckt und habe natürlich von einer Mustang noch ein paar Cockpit-Geschichten gefunden, die ich dann für dieses Fahrzeug verwendet habe. Das sind so Permanentmarker, mit denen man eigentlich Steine anmalt. Die habe ich irgendwie in 15 Farben mal so eine ganze Palette gekauft, bei Amazon sogar. Damit kann man so Kleinkram mal schön ein bisschen anmalen. Ja, und so sieht dann mein fertiges Cockpit aus. Die restlichen Teile male ich wieder am Teileträger an, weil es wie gesagt einfacher ist, als wenn ich die alle ausschneide und einzeln bepinseln würde. Was mich sehr gefreut hat, ist, dass viele Gewehre, MGs und Maschinenpistolen im Bausatz beilagen. Außerdem auch Gurtpatronen.
Ja, für den Innenraum nehme ich jetzt das Warn-Effex von AK Shipping Fluid. Damit sprühe ich den Innenraum ein, weil der soll ja nachher gelb werden, also German Gelb. Und ja, ich möchte, dass das natürlich also ein bisschen abgenutzt aussieht. Für das German Yellow nehme ich das Modulation Kit von Micma wieder. Das ist schön gemacht, weil da sind vier Farbtöne drin, die immer von hell nach dunkel immer ein bisschen mehr Abstufung haben. Dadurch habe ich immer die richtige Farbe für die jeweilige Situation und brauche nicht immer neu anmischen. Vor allen Dingen kann ich die Farbe direkt in die Airbrush-Pistole tun, ohne dass ich da irgendwelche Verdünnung zumachen muss. Ich habe schon mal beschlossen, das Fahrgestell gleich mit zu lackieren, weil ich nicht genau weiß, wie das Ganze mit den Gummiketten nachher läuft. Hier nehme ich jetzt das dunkelste Gelb von den vier Flaschen. Das sprühe ich jetzt dahin, wo Schatten ist und kaum Licht hinkommt. So, meine Freunde, jetzt kommt der Moment, wo der Frosch ins Wasser rennt. Um das Chipping zu machen oder die Farbe anzulösen, nehme ich nur noch warmes Wasser. Ich habe einen sehr weichen Pinsel. Ich habe festgestellt, bei warmem Wasser lässt sich das viel besser arbeiten und ich lasse die Farbe auch nicht mehr lange trocknen. Das heißt, ich sprühe sie auf und in dem Moment, wo die Farbe, ich sag mal, grifffest ist, nehme ich schon den Pinsel und fange mit dem Chipping an. Dadurch habe ich wenig Probleme dabei. Der Innenraum vom Fahrzeug soll ja jetzt wirklich ein bisschen abgenutzt aussehen und daher bin ich da ein bisschen extrem mit dem Chipping, aber das gefällt mir so ganz gut. Ja, nachdem ich mir ein paar Referenzbilder vom Cockpit nochmal angeguckt habe, habe ich festgestellt, dass der Drehzahlmesser nicht schwarz, sondern weiß ist bei den Fahrzeugen, was ich natürlich, obwohl man es kaum sehen kann, doch nochmal korrigieren wollte. Nachdem ich das Ganze mit dem Föhn getrocknet habe, ging es jetzt daran, den roten Bereich einzupinseln, was ja nicht ganz so einfach war, aber es hat ja geklappt. Und was sagt ihr jetzt? Für die Sitze habe ich das Rubber Black von Tamiya benutzt, dabei ist es wichtig, dass man die äußeren Rahmen nicht mit anmalt. Im gleichen Atemzug habe ich dann auch die Gummiauflagen der Räder mit schwarz gemacht. Da ich die Räder nun mit Maskierflüssigkeit festgeklebt habe, konnte ich sie einfach wieder abnehmen, auf den Zahnstocher pieksen und auch schwarz malen. Jetzt benutze ich das hellste Gelb von diesem Basic Set. Damit sprühe ich jetzt noch den Innenraum so ein bisschen ein, um ein bisschen mehr Chaos in die Abnutzung zu bringen. Das gleiche mache ich mit den Staukisten unter den Sitzbänken. Wenn ich mal nicht weiß, welche Farbe ich benutzen soll, gucke ich in mein Buch Real Colors of World War II rein. Da sind die ganzen Bilder und farblichen Gestaltungen und die Anweisung der Reichsregierung, wie Fahrzeuge zu bemalen oder lackieren sind. Das gleiche habe ich auch für Flugzeuge. Ja, Zeit, das Cockpit einzukleben, gefällt mir alles ganz gut. Außerdem ist jetzt der Zeitpunkt, um die Vorderräder richtig festzukleben. Die Gewehrläufe bearbeite ich noch mit einem Permanentmarker in Silber. Ich weiß, dass die Läufe damals nicht alle silber waren, aber ich mag es gerne, wenn der Innenraum so ein bisschen mehrfarbig ist. Das macht das Fahrzeug einfach interessanter. Ja, das sind so diese kleinen, verspielten Details, die mir an diesem Bausatz sehr gefallen haben. Also das hat schon irgendwie Spaß gemacht zu basteln. Ist das nicht schön? Also über sowas freut man sich doch als Modellbauer, oder? Also mir geht's auf jeden Fall so. Auch hier benutze ich jetzt statt German Gelb eine Khaki-Farbe für ein paar Teile des Innenraums, wie zum Beispiel diese Staukiste.
Die Farbe ist leicht anders, aber man erkennt es nicht sofort und das macht das Ganze einfach ein bisschen interessanter optisch. So, jetzt verbinde ich die Unterwanne mit der Oberwanne, wenn man das so sagen kann. Das ist das Einzige, was so ein bisschen ja, nervig war. Ich hatte nachher ein paar Spaltmaße gehabt, die nicht so schön waren, aber wie gesagt, das konnte man mit Spachtel wunderbar ergänzen. Ja, die Motorhaube wollte natürlich nicht passen wegen der Scharniere, also habe ich mir mit einem Trick beholfen. Ich habe die in der Mitte einmal angesägt, sodass ich sie knicken konnte. Und dadurch konnte ich sie in das Fahrzeug setzen und knack, passte sie wie angegossen. Ja, ein bisschen schade fand ich natürlich, dass ich die Luken oder Türen hinten nicht offen darstellen konnte. Ich habe überlegt, ob ich es mache, aber das wäre irgendwie so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen von der Arbeit. Also habe ich sie einfach so eingebaut, wie sie im Bauplan vorgeschrieben waren. Um den Sitzflächen auf den Bänken hinten ein bisschen mehr Struktur zu geben, habe ich sie mit einer ja, hellgrauen Acrylfarbe, die ich stark mit Wasser verdünnt habe, einmal eingepinselt. Nach dem Trocknen sah das Ganze ein bisschen abgenutzter aus. Das gleiche habe ich auch mit den Sitzen vorne gemacht. Bei Flächen, die nicht so ganz eben sind, benutze ich immer gerne den Revell-Kleber. Der ist ein bisschen dicker und dadurch ist die Haftung schöner. Außerdem geht er auch besser bei Sachen, die man an die Wand oder an die Decke hängt bei Fahrzeugen. Auch auf die Rücklehnen trage ich jetzt mein graues Acrylwash auf. Was ich ein bisschen schade fand, ist, dass die Rückenlehnen über die, ja, ich sag mal, Gewehrhalterung rübergesetzt worden sind, sodass man die Gewehre kaum noch sehen konnte. Fand ich ein bisschen schade, deswegen habe ich auf der linken Seite einfach die Rückbank weggelassen, denn wer weiß, wo die im Krieg irgendwann mal hingekommen ist. Seht ihr, was ich meine? Ich finde das offen schöner. Die Schutzblenden vor den Fenstern werden auch wieder aus mehreren Teilen zusammengebaut, was mir auch wieder an diesem Bausatz sehr gut gefiel, weil dadurch ist das Ganze ein bisschen filigraner geworden. Und hier seht ihr nun auch, dass die Passungen wieder absolut perfekt sind. Da kann man über die kleinen Spalten, die rechts und links von der Ober- und Unterwanne entstanden sind, ja, mal gepflegt hinwegsehen. Ja, Leute, und so sieht dann mein fertiger Innenraum aus von dem Fahrzeug. Mir gefällt er sehr gut. Also, ich habe da Spaß dran gehabt bis jetzt. So, jetzt geht es den kleinen Spalten an den Kragen. Dafür nehme ich von Vallejo das Plastikpaddy, also die Spachtelmasse. Die finde ich sehr schön, weil sie wasserlöslich ist. Die kann man einfach mal grob auftragen und dann wird sie mit einem nassen Q-Tip einfach weggenommen. Am Ende noch einmal mit Sandpapier drüber und fertig ist die Laube. So, Zeit, die Fender oder Kotflügel aufzubauen. Ich hatte vorher schon mal probiert, ob das mit den Ketten keine Probleme gibt. Und ja, hat wunderbar funktioniert. Also klebe ich sie jetzt auch richtig fest. Für den MG-Schild gibt es keine Führung. Da muss man sich so ungefähr vorstellen, wo er hingehört. Ja, leider ist der Abstandswarner von der rechten Seite abgebrochen. Den musste ich also jetzt selber bauen. Ich habe ein kleines Loch reingebohrt, mir von den Spritzlingen einfach ein Stück genommen, habe das dann heiß gezogen und ja, ratzfatz einen neuen gebastelt. Das Ganze ist dann auch auf der linken Seite passiert, also musste ich noch einen zweiten machen, aber das war überhaupt kein Thema. Ja, und so sehen meine selbst gebastelten Abstandswarner aus. Den Rest von dem gezogenen Plastik habe ich dann noch als Antenne benutzt.
So, grundieren tue ich das Fahrzeug mit Tamiya Matt Schwarz aus dem einfachen Grund, weil ich möchte die Black and White Methode, also Schwarz und Weiß Methode verwenden, und dafür brauche ich natürlich erstmal einen schwarzen Untergrund. Ich habe festgestellt, dass wenn ich die weiße Farbe mit der Tamiya-Verdünnung verdünne, dass sie immer so ein bisschen sprotzelt, was mir überhaupt nicht gefällt. Ist mir auch schon mal aufgefallen, wenn ich irgendwelche Tarnmuster aufsprühen möchte. Ich benutze dafür jetzt Isopropylalkohol. Das macht den ganzen Lack viel feiner und das Gesprotzel ist weg. Ja, als Grundfarbe nehme ich von dem Basic Set das dunkelgelb Standard. Das heißt, das ist eine Farbe vor dem ganz dunklen. Damit sprühe ich das Fahrzeug jetzt leicht ein, so dass das Schwarz-Weiß noch ein bisschen zur Geltung kommt. Als nächste Farbe nehme ich die nächst hellere Farbe. Damit mache ich im Grunde genommen die Stellen, wo die Sonne drauf scheint oder viel Licht drauf kommt. Ja, und das ist das Ergebnis denn, ne? Jetzt nehme ich das dunkelste Gelb und sprühe es dahin, wo kaum Licht hinkommt oder die Stellen schattig sind. Als letztes nehme ich das allerhellste Gelb aus dem Pira-Set und mache damit die Highlights, sprich Scharniere, Deckel, Kanten, alles, was so ein bisschen nach oben vorspringt. Dadurch wird die Farbmodulation am Ende komplett. Den Auspufftopf sowie andere Metallteile male ich mit einem Hellgrau an. Dazu gehören auch Spaten, Hacke und die Kurbel zum Anlassen des Fahrzeugs. So, jetzt nehme ich das Dark Iron von Tamiya, was ich auf die Ketten sprühe, die ich vorher schon mit einem Rostbraun grundiert habe. Das Ganze sprühe ich wieder nur leicht an, weil ich die Ketten so ein bisschen metallisch rostig haben möchte. Vor der weiteren Verarbeitung schütze ich die Farbe erstmal mit Seidenmattlack. Nachdem ich den Klarlack einen Tag habe trocknen lassen, ist es Zeit für die Deckel. Da gibt es lauter verschiedene Variationen, was mir an diesem Bausatz auch wieder sehr gut gefällt. Man hat also die Möglichkeit, verschiedene Fahrzeuge darzustellen. Ich nehme natürlich die Variante, die im Winter benutzt worden ist. Die Deckel sind sehr schön gestaltet und lassen sich auch sehr leicht ablösen. Also sobald man sie Wasser packt, dauert es ein paar Sekunden, bis man sie verwenden kann. So, da das Fahrzeug ja im Winter operieren soll, habe ich beschlossen, ein Verdeck zu bauen. Und zwar habe ich da Vierkantrohr genommen, was ich gebogen habe und mir zurechtgeschnitten. Das Ganze habe ich dann mit meiner Liquid Mast fixiert, weil ich ja noch gar nicht genau wusste, ob das Ganze ja mir am Ende richtig gefällt oder nicht. Das war ja erstmal jetzt nur ein Test und ich wollte das natürlich nicht versauen, also das Fahrzeug. Dann habe ich mir Holzleim mit Wasser verdünnt und habe das Ganze auf ein Taschentuch aufgetragen, was ich mir vorher zurechtgeschnitten habe. Damit ist der erste Teil der Plane für mich erstmal erledigt. Sprich, ich versuche erstmal eine Grundstruktur raufzukriegen. Ja, das Ganze habe ich dann bis zum nächsten Tag schön durchtrocknen lassen. Und prompt an dem Tag ist dann die Nocht-Sprühflüssigkeit, ja, die ich mir bestellt habe, angekommen. Also konnte ich die gleich mal ausprobieren
Und muss sagen, das ist ein schönes Zeug. Ich habe es noch nicht beim Diorama benutzt, aber was die Dünnflüssigkeit und die Sprühfähigkeit angeht, also finde ich es ein bisschen besser als Sprühkleber. Ja, damit habe ich jetzt das Feintuning der Überdachung gemacht. Und weil ich gerade so schön im Arbeitsflow war, habe ich beschlossen, dass ich jetzt noch eine Plane mache, die ich vorne für das Fahrzeug übers Radhaus lege. Ja, und so sieht denn das Ergebnis aus. Das Ganze habe ich natürlich über Nacht wieder schön durchtrocknen lassen. So, jetzt musste ich überlegen, in welcher Farbe ich die Plane mache. Und er hat mich für das Olivgrün entschieden. Eigentlich wollte ich erst Grau nehmen, aber dann habe ich überlegt, dass ich Grün irgendwie schöner finde. Das passt besser zum Fahrzeug, habe ich gedacht. Ja, dann habe ich das Olivgrün mit ein bisschen Sandgelb aufgehellt, um noch so ein bisschen Kontrast und Highlights zu machen. Für die Plane vorne habe ich mich dann für das NATO-Grün von Tamiya entschieden. Ich mag es einfach gerne, wenn wir viele Farben am Fahrzeug haben. Ja, jetzt musste ich mich für das Chipping entscheiden. Ich habe erstmal ein Rostwash von AK und den Dark Rost von AK benutzt, um damit das Chipping erstmal anzufangen. Ich habe mir nämlich gedacht, da ich nachher sowieso dieses Wintercamouflage mache, wird man nachher von dem Chipping gar nicht mehr viel sehen. Das heißt, ich werde eigentlich nur dem Rost Akzente setzen. Sollte es mir am Ende nicht gefallen, kann ich noch immer ein Farbchipping hinterher machen. Ihr wisst ja, ich experimentiere immer ganz gerne mit Farben. Also nicht, ich mache das so, dass jedes Fahrzeug baue ich irgendwie anders oder mache das Chipping anders oder bemale es anders oder ja, ich lasse mir mal was Neues einfallen und probiere es dann einfach mal aus. Da mir das denn von den Beschädigungen doch ein bisschen zu wenig war, habe ich beschlossen, ein Wash aus Burnt Umber zu machen. Dafür habe ich mir Burnt Umber mit viel Wasser vermischt, habe immer mit einem nassen Pinsel das Fahrzeug vorher eingepinselt und habe dann das Burnt Umber Wash einfach an die Kanten aufgetragen. So erzielt man einen schönen Effekt. Ich habe diese Technik noch nicht oft bei YouTube gesehen. Ich glaube, der Einzige, der das so ein bisschen verwendet, ist der Thomas von Creation World. Ist auf jeden Fall eine einfache und schöne Art und Weise, ein Fahrzeug zu verdrecken. Und ich empfehle es euch einfach mal. Probiert es mal aus. Man kann das Ganze noch verstärken, indem man das Fahrzeug dann wieder trocknen lässt und das Ganze wiederholt. Aber da nachher sowieso eine Wintercamouflage drauf kommt auf das Fahrzeug, habe ich es bei einer Schicht gelassen. Ja, und das ist dann das Ergebnis, ne? Mich würde mal interessieren, was ihr dazu sagt. Weil mir persönlich gefällt das ganz gut. Ja klar, könnte man jetzt noch mit einem Grau oder einem helleren Gelb noch ein paar Chipping-Spuren mit dem Schwamm oder mit dem Pinsel auftragen. Aber da sowieso nachher die Wintertarnung drauf kommt, wollte ich es erstmal so belassen. Um die Wintereffekte zu machen, habe ich jetzt nochmal Chipping-Flüssigkeit aufgetragen und nehme dafür das Matt-Weiß von Tamiya. Außerdem nehme ich den Verdünner mit dem gelben Deckel. Den verdünne ich sehr stark und trage praktisch das Weiß hauchdünn auf das Fahrzeug auf. Ja, und so sieht das Ganze dann aus, nachdem ich das Weiß aufgetragen habe. Jetzt nehme ich mir wieder warmes Wasser und trage das Weiß mit dem Pinsel vorsichtig ab. Am meisten Weiß nehme ich an den Kanten ab, da wo im Grunde genommen das Fahrzeug am meisten angefasst oder abgenutzt wird. Die Wintercamouflage-Farbe, die damals aufgetragen worden ist, das war ja keine Farbe, die wasserfest war. Deswegen sahen die Fahrzeuge auch immer so ein bisschen ja, abgekleckert aus. Ne?
Also Regen war ganz schlecht für das Wintercamouflage damals. Ja, und so sieht das Ganze denn nach der ersten Runde aus. Wollen wir mal sehen, wie ich weitermache. Hatte ich schon erwähnt, dass das erste Mal ist, dass ich eine Wintercamouflage mache. Ich habe mal vor einem Jahr einen Tiger gemacht. Ja, der sah schrecklich aus. Ja, nachdem ich jetzt wieder eine Schicht Klarlack drauf gemacht habe, ist die nächste Schicht dran. Und zwar der Panelliner für Wintercamouflage von der Firma AK. Ich mache mir jetzt noch schnell ein Schüsselchen mit White Spirit. Für die, die nicht wissen, was White Spirit ist, das ist im Grunde genommen ist das ein Spiritus, der nicht riecht. Ja, den Panelliner mache ich jetzt überall dahin, wo ich Fugenkanten und so weiter habe. Ich mache das ein bisschen gröber, weil ich kann es ja hinterher mit dem White Spirit wieder entfernen. Und außerdem mag ich das, wenn da so ein bisschen Übergang ist. Also mit Übergang meine ich das Verblenden, also von dem Schwarzen zum Sauberen, dass da so ein bisschen dreckiger Übergang ist, ne? Das Ganze lasse ich dann schön trocknen und wenn es getrocknet ist, gehe ich mit dem White Spirit Pinsel einfach rüber und jetzt seht ihr, was ich meine mit dem Verblenden. Also ich mag schon, wenn es ein bisschen soft ist, aber nicht zu soft. Also man soll schon den Übergang sehen. Es ist ja in Natura auch so, also Dreck, der sich in Fugen oder Kanten sammelt, der ist ja auch nicht plötzlich weg, sondern wird auch so langsam ausfließend, sag ich jetzt mal. Ja, ich weiß nicht, wie ich das sonst sagen soll. Also eine bessere Art und Weise, das zu erklären, fällt mir gerade nicht ein. Aber ihr könnt ja schon sehen, was ich da meine, ja? Auch hier versuche ich schon so ein bisschen mit dem Panelliner Strickings zu machen, also indem ich einfach nur von oben nach unten wische mit dem Pinsel. Ja, wenn denn die Arbeit getan ist, geht es weiter mit Winter Stricking Grime von AK. Den trage ich erstmal ein bisschen grob auf und der wird dann auch mit White Spirit einfach ein bisschen eingedünnt und immer schön von oben nach unten verteilt. Dass ich eingedünnt gesagt habe, das sollte so sein, weil ich dünne ja nicht aus, ich mache die Streifen ja schmäler, also eindünnen. Ah, jetzt halte ich mich hier an Bordklauberei fest, ehrlich, gibt's ja gar nicht. Aber ich lasse das mal so stehen, damit ihr seht, ich bin auch nur ein Mensch. Mit diesen Kommentaren teile ich auch eigentlich nur meine Gedanken mit, die mir so beim Basteln durch den Kopf schießen. Ich finde, so langsam komme ich dem mit der Wintercamouflage doch schon nahe. Also es gefällt mir so Stück für Stück. Obwohl ich diese Technik bis jetzt noch nie benutzt habe, also nicht in der Form. Jetzt sind noch die Räder dran. Das mache ich alles ein bisschen dicker und werde das dann einfach mit White Spirit auch wieder ein bisschen ausdünnen, eindünnen, scheißegal. Ich hoffe, es schauen keine Kinder zu. Also das ist ein Wort, das sagt man nicht, ja? Nur für euch. Ja, als letztes nehme ich dann noch einen Filter für dunkles Grün, der ist so ein bisschen bräunlich. Ja, damit mache ich jetzt eigentlich nur noch die Kanten, die so ein bisschen ja dunkler sein sollen, weil da sammelt sich der Dreck ja in der Regel an den Fahrzeugen.
Ich glaube, dass ein Filter dafür sehr gut geeignet ist, weil es soll nicht zu extrem sein. Es soll nur einfach so ein bisschen runtergelaufenen Dreck, simulieren. Selbstredend mache ich den Filter auch in die Ecken rein, wo im Grunde genommen nie einer hinkommt. Also da wischt keiner den Dreck irgendwie weg, indem er da Bewegung reinbringt. Der bleibt einfach da in den Ecken und Kanten. Ja, hier ist nochmal ein schönes Beispiel, was ich meine mit dem Dreck, der immer nach unten läuft. So stelle ich mir das ein bisschen vor. Auch an den Kanten des Kotflügels oder Fenders mache ich das natürlich auch, weil, ja, so ist es, denke ich mal. Ich meine, wir brauchen ja viel Fantasie beim Modellbau, ne? Ja, ich drehe das Ganze jetzt mal ein bisschen schneller vor, damit ihr euch nicht so langweilt, weil das Fahrzeug ist jetzt eigentlich fertig, nur noch so ein bisschen Feintuning und ja, so sieht das Fahrzeug dann am Ende aus, ne? Ich hoffe, es gefällt euch genauso wie mir und ja, das war's, denke ich mal. Ja, was jetzt eigentlich noch fehlt, ist der Schnee, der Matsch auf den Ketten und so weiter. Aber das mache ich erst, bevor ich das Fahrzeug auf das Diorama stelle, weil ich noch nicht weiß, wie ich den ganzen Kram färbe. Okay, das war's, meine Freunde. Ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Mal wieder. Jetzt habt ihr hier noch ein paar Bilder und falls ihr mir einen Daumen hoch oder ein Abo da lasst, würde ich mich sehr freuen. Bis dann, euer Max.